Erker Klimatronic. Das ist ein Begriff, wo viele sagen, was ist das überhaupt, wie regelt man das überhaupt und wie ist das überhaupt interessant auch für Allergiker wie mich oder vielleicht auch wie Sie. Das klären wir jetzt ganz kurz. Viele mehrere Infos noch im Text, im Fließtext auf automativ.de, hier nochmal verlinkt. Aber wir klären hier anhand des Golf, auch Skoda, auch Seat haben Aircare ab. Klasse Golf, sogar ab Klasse Polo neuerdings, optional, klären wir, wie funktioniert das und wie sieht das auch aus im Infotainment-System und das sehen Sie jetzt. So, im Auto hat man die Aircare-Funktion, da gehe ich jetzt mal gleich drauf, unter Klima, also im Golf 8 zumindest, unter Klima und dann sieht man hier das Aircare-Symbol, dann kann man das drücken und dann wird das, diese Aircare-Regelung, das ist ja eine Regelung, das ist ja keine Hardware, sondern eine Regelung, wird aktiviert und bei geschlossenen Türen, bei, jetzt mache ich mal den Motor an, damit der Motor auch ein bisschen läuft und eben bei geschlossenen Türen, alles wenn zu ist, fängt der Screen dann an, so wie hier, genau, sich langsam zu entwickeln und dann wird das ganze Auto blau. Und da ist jetzt eben die Frage, was macht dieses System Aircare? Wenn also man hier Aircare aktiviert hat, ich mache jetzt den Motor wieder aus, weil es brauchen wir nicht dauernd laufen zu lassen. Fürs Prinzip hat es ja jetzt gerade gereicht. Ich gehe wieder ins Menü. Genau, was ist Aircare? Sie geht nach 20 Minuten Standzeit, geht sie wieder aus und muss erneut aktiviert werden. Auch geht sie aus, wenn Fenster geöffnet werden oder wenn eine Tür geöffnet wird und so. Denn dann wird natürlich der Unterdruck hier im Auto unterbrochen und dann kann diese Luftwalze, die durch diese Filteranlagen geht, nicht mehr funktionieren. Man muss hier unterscheiden bei dem System. Aircare ist eine reine softwaregesteuerte Sache bzw. Sensor- und softwaregesteuerte Sache. Die Filteranlagen, wenn es um Allergien, Pollen, Schimmelpilze, all das geht, die Filteranlagen sind nur Teil des mechanischen Systems, biomechanischen Systems von Aircare. Das heißt, Aircare, bei Aktivierung der Aircare-Funktion entsteht eine sogenannte Luftwalze. Es wird ein Frischluft- und Bestandsluftgemisch angereichert, also die Frischluftzufuhr wird anhand von verschiedenen Sensoren, auch vorne an der Frontscheibe, berechnet und dann wird das perfekte, in dieser Sekunde oder Minute, perfekte Luftgemisch, Frischluft- und Bestandsluftgemisch berechnet und das wird dann hier in den Innenraum geleitet und dann entsteht diese Luftwalze und wird auch wieder abgesaugt. Geleitet wird es über diese ganzen Lüftungen hier, die wir hier sehen und abgesaugt wird es dann diffus im Fußraum und so entsteht dann bis nach hinten im Idealfall dann unter Unterdruck, weil ja alles geschlossen ist, diese Luftwalze. Was das System jetzt wirklich nur macht, ist, es sieht jetzt hier so aus, es wird das komplette Innenraum und das auch relativ schnell reinigen, das tut es auch, denn es jagt die ganze Luft durch die Filteranlagen. Also im Prinzip ist es eine Umluftfunktion, die aber angereichert wird durch Frischluft. Umluft ist ja rein nur Umluft, aber Aircare macht eben intelligent. Bei Opel zum Beispiel heißt das ganze System IntelliAir, das funktioniert so ähnlich wie Aircare, macht das intelligent, diese Anreicherung. Zu den Filteranlagen. Die Filteranlagen, die sitzen hier beim Golf 8, bei allen MQB und MLB Fahrzeugen im Volkswagen-Konzern hinterm Handschuhfach. Bei allen MEB-Fahrzeugen sitzen sie vorne, muss man die Haube öffnen und dann vorne im Bereich, also hinter der Antriebselektronik, falls dort Antriebselektronik sitzt, auf jeden Fall da auch hinter der Frontscheibe, irgendwo weiter unten. Man kann sie auch selber wechseln. Volkswagen empfiehlt allerdings, klar empfiehlt Volkswagen das, alle 2 Jahre zum Service damit spätestens zu gehen, wenn nicht jedes Jahr, je nach Belastung der Filter. Aber man kann sie auch selber austauschen. Unter anderem ist Mann und Hummel da ein Hersteller, wo man dann auch Filter günstig, relativ günstig kaufen kann und das mit ein bisschen Aufwand dann selber machen kann. Insgesamt gibt es 4 Lieferanten für die Filteranlagen hier im Volkswagen-Konzern. Das heißt, man hat da auch ein bisschen Auswahl bei den Filtern. Zu den Filtern noch. Weil ich ja auch die Allergie gegen Gräser und so habe, wenn man längere Strecken fährt mit geschlossenen Fenstern und so, dann funktioniert das ganz gut. Also würde ich offen fahren und mit offenen Fenstern wäre das natürlich das 100% Frischluft-Negativ-Beispiel. Fahre ich jetzt so,
merke ich kaum etwas und man merkt dann schon, dass es innen drin hier ein bisschen nachlässt. Natürlich braucht man dann auch hier ein staubfreies Interieur, muss man regelmäßig saugen und mit Mikrofasertuch schön den Staub hier rausbringen aus dem Interieur, damit nicht der Staub rumgewirbelt wird, der hier auf dem Armaturenbrett und so weiter liegt. Aber dieses System funktioniert echt ganz gut mit den Filtern und Volkswagen sagt auch selber, sie können Pollen, weil sie relativ groß sind, auch relativ gut rausfiltern, nahezu fast vollständig, zu 90-95%. Problem ist nur, die Eiweiße setzen sich frei, wenn die Pollen feucht werden, das heißt, sie platzen auf und kommen dann doch in den Innenraum und das wird dann eben durch eine Umluftwalze nochmal versucht zu eliminieren. Schimmelpilze zum Beispiel, die wachsen entlang der Nahrungsquelle. Schimmelpilze werden auch sehr, sehr gut ausgefiltert. Auch die Sporen der Schimmelpilze, weil, wie gesagt, die Nahrungsquelle, sie wachsen entlang der und hier im Innenraum, da ist dann keine Nahrungsquelle mehr. Deswegen funktioniert auch das sehr, sehr gut. Aber was auch immer, es ist kein medizinischer Filter. Also diese ganzen Masken zum Beispiel oder sowas, das sind natürlich viel, viel zuverlässigere und feinere Filter als diese Filter, die hier drin setzen sind. Aber es funktioniert auch recht gut. Ja, alles weitere Details, auch nochmal technische Natur, die finden Sie auf automativ.de. Klicken Sie da nochmal rein, der Link ist unten in der Infobox, hatte ich ja vorhin auch schon eingeblendet. Das war nur ein kurzer Abriss, weil viele Fragen aufkamen, was macht überhaupt AirCare oder IntelliAir im Sinne von Opel. Und das ist die kurze Erklärung dazu. Ich freue mich auf Sie auch wieder beim nächsten Review, wenn es wieder um das gesamte Auto geht.